Und in Zombie-Berlin geht es also gegen Kannibalen. Halt. Da müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten klären. Kannibale meint, dass da jemand seine Artgenossen isst. Kann auch ein Tier sein. Ist nur noch der Zombie für uns ein Artgenosse? Als Toter? Untoter. Untoter. Oder wäre Ghoul der richtigere Begriff? Ghule fressen wiederum Leichen. Und mit einer Leiche lockst du ja einen Zombie nicht hinterm Ofen hervor. Ja, aber also korrigier mich, in der Nacht der lebenden Toten von George Romero, ja, also quasi der Mutter aller, ja, Zombie-Filme, ja, da war doch schon von Ghoulen die Rede. Ja, da.